Würde ich sagen, Leute, herzlich willkommen zur Roomtour von unserem Laden. Und zwar nehmen wir euch heute mal mit auf eine Tour durch unser wunderschönen Card Buddies Laden. Und ich dachte, wir fangen direkt natürlich vorne an, weil es ist noch einiges im Laden zu tun. Wir sind noch nicht fertig. Und zwar, ihr seht schon, wir haben ein Schild, aber hier und hier ist noch ein bisschen Platz. Da werden wir wahrscheinlich Graffiti-mäßig noch was dran sprayen an die Tür. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen einfach mal rein und gucken einfach mal, was jetzt da so abgeht. Wir wechseln in so eine kleine POV-Sicht. So. Wir sind in Hanau in der Benzstraße 16C, habe ich hier euch nochmal eingeblendet. Wir haben von 10 bis 20 Uhr auf, ihr könnt einfach vorbeikommen und wir haben auch aktuell keine richtige Maskenpflicht mehr. Ihr könnt natürlich gerne ertragen, ihr müsst es aber nicht. So Leute, wir sind jetzt hier im Eingangsbereich, wunderschön haben wir gesagt. Wir haben hier zwei schöne Aufsteller mit jeweils, ja, die, vor allem die Mega Constructs, halt so ein bisschen Pokémon-Merch. Die finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, beziehungsweise mir gefallen die echt gerne. Ich mache die auch sehr, sehr gerne oder baue die auch ganz gerne auf. Und das ist ein schönes Ding, denke ich mal, hier für den Eingang. Ansonsten gehen wir jetzt hier rein und wir gucken direkt auf die wunderschöne Theke, beziehungsweise die Thekeninsel, die wir uns ja hier gebaut haben. Und zwar sind hier vor allem eben alle Einzelbooster, die wir so von den ganzen TCGs haben. Wir haben ja Magic hier am Start. Wir haben natürlich auch die Displays. Ihr kriegt ja generell alles, was wir online haben, auch bei uns lokal, selbst wenn es nicht im Laden direkt steht. Aber ansonsten seht ihr hier halt, Pokémon ist hier einiges alt am Start, Deutsch und Englisch. Dann haben wir hier eben nochmal vor allem Yugi natürlich auch am Start. Da haben wir auch einige Sets, die ihr euch aussuchen könnt. Und unter anderem die Prelease Kids, Dragon Ball, Digimon, auch so ein Ding. Wir fangen da jetzt bald mit den ersten Turnieren an. Vor allem hier mit Digimon geht es demnächst los. Bei Pokémon sind wir dran, Yu-Gi-Oh! Auch. Magic haben sich auch die einen oder anderen schon getroffen. Ansonsten stehen hier an der Theke nochmal immer so ein paar schöne kleine Sachen. Wir hatten ja jetzt hier Astralglanz Release, da haben wir eben extra mal so ein paar Displays, die Top-Trainer-Boxen, aber wir haben auch so eine schöne Auswahl so an Figuren zum Beispiel, die neuen Pokebälle, die am Start waren und sonst eben nochmal ein bisschen ein kleines, ansonsten halt ein kleines bisschen, was so abgeht. Hier ist dann die Kasse, da sitzt dann immer normalerweise jemand, der kassiert, das wäre jetzt in dem Falle ich, beziehungsweise Michi, unser guter Mann, der ja am Start ist. Und das ist auf jeden Fall der Kassenbereich. Ansonsten haben wir ja einen großen Laden. Und auch hier, Leute, wenn ihr auch noch Ideen habt, wie wir den Laden noch verbessern können, dann schreibt das auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Was auf jeden Fall noch gemacht wird, ist, dass über die ganzen Regale hier Schilder kommen. Und zwar sollen die auch so im Graffiti-Style gemacht werden, wie hier unser, also ich will, dass unser Graffiti-Künstler auch die Schilder über dem Laden macht, als auch, dass wir hier hingehen und im Ladenbereich eben diese Schilder hier aufmachen. Und zwar soll dann quasi so hier, steht dann zum Beispiel irgendwie random die ganzen Sleeves oder so ein Schild. Dann soll hier Pokémon Deutsch, Pokémon Englisch. Da hinten ist dann zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Magic, zeige ich euch gleich noch. Da hinten sind ja die ganzen Kuscheltiere, dass da so ein Schild nochmal ist, dass es hier nicht so leer ist. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Kommentar schon gelesen, dass es zu dunkel ist. Wir finden es eigentlich ganz gut so, wenn da die Akzente gesetzt werden, wird es noch besser. Und vor allem auch die Decke wird wahrscheinlich auch zu einzelnen Events ein bisschen dekoriert, also generell haben wir es ja so ein bisschen industriell, so ein Industrial Style. Ich finde, da passt das dann eigentlich schon ganz gut. Ansonsten haben wir es ja so eingerichtet, dass jeder hier einfach ein bisschen verweilen kann, ein bisschen, was heißt ein bisschen, einfach Spaß haben kann und die Zeit hier verbringen kann. Deswegen haben wir hier einmal eine wunderschöne Sofa-Ecke uns hier gebaut mit schönen Sofas, die auch schon gut genutzt wurde, vor allem wenn irgendwie so Eltern da sind, aber auch generell mal einfach ein bisschen durchschnaufen möchte. Die haben wir einmal, da hinten haben wir die auch nochmal, die zeige ich euch nochmal am Ende. Und ansonsten haben wir, wenn wir hier mal weitergehen und hier anfangen, natürlich Getränke. Das ist ja ganz wichtig, gekühlte Getränke. Muss natürlich sein, wenn ihr den ganzen Tag hier seid und vor allem, wenn es ein bisschen wärmer ist. Und ansonsten haben wir hier einmal die ganze Blister-Auswahl. Und zwar englische und deutsche Blister, eigentlich mehr oder weniger alles, was wir so im Sortiment haben, haben wir hier am Start. Da sind unter anderem auch die Sleeve-Booster hier, auch die alten, die wir noch haben. Dann haben wir noch diese Mini-Portfolios, so ein bisschen Merchandise, was wir alles so haben, ist auch noch alles hier drin. Ein paar Deckboxen, die japanischen Sleeves, so diese Acrylrahmen, generell Sleeves. Hier zum Beispiel dann auch die Digimon-Decks, die dann einfach da stehen. Und ja, das ist die allererste Wand. Ansonsten haben wir natürlich, bevor wir zum Regal gehen, die ganzen Spieltische hier. Wie schon gesagt, es wird natürlich Turniere geben, ganz klar, keine Frage, das geht bald los. Auch die ersten Fun-Turniere, würde ich mal so sagen. Ansonsten wurde das ja schon sehr, sehr gut benutzt oder eigentlich von allen Leuten. Ihr habt es ja bestimmt schon im Community-Opening gesehen oder so. Könnt ihr euch einfach hier hinsetzen, die Packs aufmachen, generell spielen. Da hinten zum Beispiel sind zwei Tische zusammengeschoben, da war am Wochenende eine Gruppe von Magic-Leuten da, die ein bisschen gedraftet haben und gefragt, können wir die Tische zusammenschieben? Kein Problem. Und dann waren da ganz viele Leute da. Also sehr, sehr cool. Das könnt ihr sehr, sehr gerne machen. Aber wie gesagt, offizielle Turniere gehen auch demnächst hoffentlich los, wenn alles soweit klappt. Checkt gerne Insta ab, da werden wir posten, wenn es Turniere gibt. Und ansonsten
Wie gesagt, hier einmal das große Pokémon-Regal. Ihr seht hier jetzt schon einige Sachen, die nicht im Online-Shop sind. Das hat den Grund, dass wir teilweise nur ein paar Einzelstücke haben. Zum Beispiel eben von den Evoli-Boxen. Hier Celebrations haben wir nur noch ein paar Boxen da. Und wir haben halt gesagt, okay, Leute, für den Local Store wollen wir so ein bisschen was an Auswahl, exklusive Auswahl haben, die wir nicht online haben, damit man noch so einen kleinen Schmankerl hat. Weil wie gesagt, wenn wir die Boxen in den Online-Store stellen würden, dann wären die direkt weg. Ich meine, klar, hätte ich sie online gekauft, aber so sind sie nochmal schön im Laden und man hat noch so ein bisschen extra. Deswegen sorry, dass wir die nicht direkt online verkaufen. Aber ja, wir haben an sich so gesehen fast alles da, was man so ranbekommen kann. Das ist vor allem hier die deutsche Auswahl. Dann haben wir hier zum Beispiel auch noch, was ich auch noch ganz geil finde, hier so ein bisschen Weg des Champs. Da hatte letztens jemand tatsächlich geschafft, eine eine Glurak Shiny rauszuziehen aus der Passback-Box. Die letzte, die hier steht, ich glaube, die ist extra, die ist noch nicht vorgezogen. Also hier hat einer tatsächlich das Glurak rausgezogen. Wir haben ja im Laden, ich fasse es nicht, Glurak Shiny. Geil, oder? Ja. Schon crazy, Leute. Warte mal. Wunderschöne Karte. Komplett wild, aber ansonsten hier auch einiges Schönes. Und natürlich auch immer die Neuheiten, wie zum Beispiel die Axanthor-Box. Und hier geht dann schon ein bisschen das englische Regal los. Hier genau dasselbe wie bei den Deutschen. Wie gesagt, so ein paar Sachen sind halt nicht online. Zum Beispiel hier Hidden Fates Tints, noch ein paar, die wir da haben. Um einfach im Laden so ein bisschen was Cooles noch zu haben, was sonst nicht da steht. Dann haben wir zum Beispiel hier noch die Celebrations-Koffer. Hier Reshiram Glurak-Box. Auch wunderschöne Boxen. Also wie gesagt, das müsst ihr unbedingt mal in echt sehen. Deswegen will ich euch da gar nicht so wahnsinnig viel von zeigen. Also natürlich zeigen, was hier so abgeht. Oder auch jetzt mal diese Best-of-Tin-Boxen. Ich glaube tatsächlich, dass in den Tin-Boxen hier kosmische Clips drin. Aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ja, ansonsten wie gesagt, eine schöne Auswahl hier von Pokémon. Also ich würde mal sagen, bis jetzt war jeder recht begeistert, hier die ganze Wand zu sehen. Und wie gesagt, das wird natürlich auch stetig weiter ausgebaut, aber eben vor allem so Sachen wie so die älteren Boxen, die man nicht so richtig mehr ranbekommt, die wollen wir auch hier stehen haben. Und dann haben wir immer noch die Arceus-Kollektion, die ja noch am Start ist, hier die englische mit Cosmic Eclipse, so eine schöne Box. Checkt die gerne im Shop ab. Und ja, ansonsten seht ihr, wir haben natürlich nicht nur Pokémon. Obviously, Pokémon ist natürlich unser Hauptding, ist ja ganz klar, da wisst ihr Bescheid, ich meine allein das Graffiti und so. Da wo wir herkommen. Aber wir haben natürlich auch alle anderen Trading Card Games und da werden die auch noch weiter erweitern. Wenn ihr da irgendwie Wünsche habt, schreibt uns die auch gerne. Aber wir haben eben, wie ihr schon sehen könnt, auf jeden Fall Yu-Gi-Oh! Am Start. Hier Ghost from the Past 2 ist einiges da. Wir werden auch immer alle Neuheiten direkt da haben. Decks haben wir auch am Start. Und hier unten seht ihr dann auch Ghost from the Past. Und natürlich so ein klein bisschen Magic. Da sind wir noch am Aufbauen, haben aber schon die ein oder andere Sache hier dazu geholt, beziehungsweise die ein oder anderen Tipps habe ich mir schon geholt. Unter anderem hier zum Beispiel die Starter-Kits, die rausgekommen sind, 690. Da sind wohl zwei Decks da drin. Ne? Also Magic, auch ein sehr interessantes Ding. Und ein bisschen was von dem Pokémon-Zubehör. Die Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen, müssen wir unbedingt noch ein bisschen umbauen. Die ist ein bisschen traurig, ein bisschen zu dunkel. Aber vor allem so die geilen Pokémon-Binder sind hier am Start. Wie gesagt, wir sind noch nicht hundertprozentig fertig. Es wird aber noch, es wird noch besser. Was natürlich ein Highlight ist, wie ich finde, die Plüschwand. Ja, Leute, wir müssen hier, also die Plüschwand ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie ich finde. Die sieht so cool aus in echt und ich hätte es gerne noch ein bisschen größer. Und man merkt schon, da ist schon das ein oder andere ein bisschen ausgedünnt und wir haben ja auch online ein bisschen Auswahl. Wir haben aber auch ein paar Plüsches, die offline, also die nur im Store stehen teilweise. Gucken wir aber, dass wir das Sortiment da weiter erweitern, aber es sieht einfach wirklich wunderschön aus. Vor allem hier so dieses Blindfall, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ansonsten, ja komm, ich schwenke euch hier einfach mal rüber, was hier so abgeht. Das ist wie so blind war mit der Beere. Gibt schon echt geile Plüschis, die wir leider nicht hier haben. Aber ja, muss man auf jeden Fall auch in echt gesehen haben. Übrigens, Leute, wir springen hier noch mal ein bisschen rum. Ich habe euch bei der Theke noch gar nicht alles gezeigt. Und zwar haben wir hier natürlich nicht nur die Einzelbooster auf der anderen Seite, sondern haben hier auch die japanischen Einzelbooster. Die haben eine extra Wand so gesehen bekommen. Müssen wir auch noch so ein bisschen, ich finde so ein bisschen die Ausleuchtung müssen wir noch anders machen. Aber ich finde an sich sieht das schon ganz in Ordnung aus oder ganz nett. Also mir gefällt generell der Bereich, dass wir hier so eine Insel einfach im Store drin stehen haben. Haben auch viele gesagt, dass das echt cool ist. Und ja, wie gesagt, die japanischen Sachen haben wir am Start. Ansonsten haben wir hier vorne an der Theke noch unser wunderschönes Gästebuch, was uns Michi ja schon im letzten Video erklärt hat. Ne, Michi? Hast du sehr gut gemacht, Leute. Der ist einfach da. Lena hat sich direkt gefreut. Ja, Lena hat sich gefreut. No. Weil seit dem letzten Cut sind jetzt schon wieder 5 Stunden vergangen gefühlt, weil die ganze Leute im Laden waren. Aber das ist natürlich gut. Wie gesagt, ihr könnt euch unbedingt, wenn ihr da seid, eintragen. Ihr seid einfach eine Energiekarte nehmen. Der Edding liegt dann hier und ja, einfach einen schönen Gruß hinterlassen, damit wir wissen, dass ihr da wart. Wir haben hier schon einige Seiten voll tatsächlich, was richtig cool ist. Und die werden dann natürlich auch aufgehoben. Und hier,
13.05. Die allerersten. Ansonsten könnt ihr natürlich noch die Playmats kaufen, die ihr hier im Laden seht oder die es auch bei uns online gibt. Die gibt es natürlich dann auch vor Ort. Die haben wir hier nochmal ein bisschen ausgestellt. Dann noch ein paar schöne Binder hier mit Einzelkarten. Nicht nur die Vitrinen, wo wir gleich hinkommen, die ich euch gleich mal kurz zeigen werde. Hier so ein, sag mal, wechselndes Sortiment. Da war schon der eine oder andere richtig wild und hat sich ein paar schöne Karten hier schon mal rausgeholt. Hier die ganzen Character Rares. Auch sehr, sehr nice. Die werden dann weiter von Dennis hier befüllt. Und da gibt es auf jeden Fall einiges, weil hier ist schon, ja, da muss noch ein bisschen was rein auf jeden Fall. Das auf jeden Fall mal hier zu der Theke. Ansonsten kommen wir jetzt mal noch zu der ganzen Zubehörsache, weil wir haben natürlich auch einiges an Zubehör am Start. Ist ja ganz klar und da haben wir einen guten Partner an der Hand und zwar Gamegenic. Das ist jetzt nicht direkt sponsert, aber so gesehen Werbung natürlich für den Shop. Da haben wir ganz viele schöne Sachen, denn ich finde das so geil, was die gemacht haben hier. Und zwar haben die hier solche kleinen, wie man es vielleicht von so einer Farbpalette kennt. Man kann sich hier einfach angucken von den Sleeves, wie die Farbe ist, wie es das Ganze anfühlt. Von den Deckboxen, auch so von das Material oder von den Beinern, ist richtig nice. Da haben wir hier einige ausgestellt, auch hier diese ganzen Deckboxen zum Beispiel, die Beiner, dass man sich die angucken kann. Und wir haben natürlich auch das eine oder andere Acrylcase hier am Start, und zwar mit den Top-Trainer-Boxen so ein bisschen ausgestellt. Die ganzen diese Acrylfüße gibt es natürlich auch hier. Und weiteres Zubehör, und zwar haben wir hier Top-Loader am Start. Die stehen gerade noch so ein bisschen hier, Card-Savers. Und das steht alles so hier in dem Bereich. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, hier war eine Magic-Gruppe, die haben ein bisschen gedraftet, haben die Tische hier zusammengeschoben, deswegen sieht das gerade noch so hier aus. Aber war schon echt cool zu sehen, dass hier einiges los war. Und ansonsten haben wir hier den Aufstellereimer von Gamegenic. Ich finde, der sieht richtig, richtig nice aus. Wir haben die ganzen CDs von denen da, wir haben die ganzen Deckboxen von denen da, wir haben hier für die Playmats gibt es zum Beispiel solche Tubes, also solche Aufbewahrungen und so weiter und so fort. Die ganzen Beiner, die wir ja richtig gut finden. Sieht auch echt schön aus, also beziehungsweise ich finde, die haben echt ein ganz nices Design und es macht sich auf jeden Fall sehr, sehr gut hier neben den Plüschis. Und ansonsten gehen wir jetzt mal hier rüber. Wir haben das gute Pokémon-Graffiti. Ihr kennt es ja, ihr müsst das unbedingt mal in echt sehen, weil auf Kamera sieht das überhaupt nicht so gut aus, wie es in echt am Ende des Tages aussieht. Also da unbedingt das Video abchecken, in den Laden kommen und natürlich seid ihr einmal so einen kleinen schönen Schwenk hier drüber. Ja, ja, ja. Das ist echt cool, das Feedback von euch zu sehen, beziehungsweise wenn ihr dann in den Laden reinkommt und sagt so, ey, ich finde das Graffiti mega nice, das freut uns sehr. Es ist wirklich schön zu sehen, dass ihr das Graffiti auch so sehr feiert wie wir und ja, das ist der Hammer. Wir brauchen mehr Graffiti definitiv. Was wir auch mehr brauchen, sind unbedingt noch mehr Einzelkarten in den Vitrinen. Ihr seht, es spiegelt so ein bisschen, ich krieg's nicht so richtig auf die Kamera, aber ich finde, wenn man das in echt sieht, Leute, die Karten hier, das ist schon echt der Hammer, es sieht richtig gut aus, wie gesagt, auf der Kamera. Man kriegt es einfach nicht so richtig hin. Aber hier einmal, das ist quasi die zweite Vitrine, muss man schon fast sagen. Die andere mit den meisten Schätzen, die steht noch auf der anderen Seite, wo so ein paar Glurak-Karten dabei sind. Aber ich zeige euch das. Hier stehen zum Beispiel noch ein paar schöne Figuren, die wir auch im Local Store so haben, die ihr dann quasi hier kaufen könnt. Hier dann einmal nochmal die zweite Vitrine. Ja, hier sieht es auf jeden Fall schon mal deutlich, deutlich besser aus. Ich meine, es spiegelt zwar ein bisschen, aber ja, ihr müsst das auf jeden Fall in echt sehen. Und hier haben wir einige schöne alternative Artworks hier, die auch gut durchgemischt werden. Dennis, Eisekarten werden gut gekauft, oder? Eisekarten werden gut gekauft. Da kommt gar nicht hinterher, die Vitrine hier zu restocken quasi. Ja, und dann so die Glurak-Abteilung quasi hier. Celebrations, Glurak auf Japanisch, auf Englisch. Wie gesagt, es wechselt definitiv sehr, sehr oft. Hier ein alternatives Glurak ging auch zum Beispiel weg. Und hier die ganzen Shinies, auch wunderschön hier. Das wunderschöne Glurak Shiny aus Weg des Champs wurde letztens hier mal aus einer Box im Shop tatsächlich gezogen. Und es hat sich auch einer schon aus der Vitrine das gute Stück hier gezogen. Also richtig nice. Und ansonsten hier so ein bisschen, hier so eine kleine Eevee-Abteilung. Hier nochmal ein paar weitere Eevees. Dann haben wir hier nochmal ein paar Character Rares. Und noch ein paar schöne einzelne Sachen. Wie gesagt, ihr müsst euch das im Detail angucken, beziehungsweise wechselt ja eben so ein bisschen durch. Und hier so schöne Gläser. Die finde ich ganz nice. Das sind so Gläser mit Untersetzern. Japanischer Merch. Dann kommen wir jetzt eigentlich schon wieder quasi so auf die Zielgerade von unserer Rundtour. Hier ist einfach noch so ein bisschen Random-Zeug, so ein bisschen Merch quasi hier am Start. So diese ganzen wunderschönen Vinyl-Figuren, die es gibt. So ein paar Plüschi-mäßig hier irgendwie was am Start.
Wie gesagt, hier so ein bisschen Merch, einfach einiges am Start. Was ich auch geil finde, diese Figuren hier, die ich euch gerade schon in der Vitrine gezeigt habe, die sind auch wirklich der absolute Wahnsinn. Haben auch teilweise an der Kasse stehen. Und ansonsten kommen wir jetzt quasi hier schon wieder zum Ende oder wieder hier ist der Eingang vom Laden. Und ja, hier nochmal das Graffiti von der Seite. Also wie gesagt, das ist echt, das Graffiti ist schon sehr, sehr, sehr gut geworden, finde ich. Da müsst ihr unbedingt nochmal in die Kommentare schreiben, wie geil ihr das wirklich findet. Und was man natürlich nicht vergessen darf, Leute, wir haben hier, habe ich euch versprochen, zeige ich nochmal die zweite Ecke. Und was wir jetzt noch nicht vergessen dürfen ist, wir haben auch tatsächlich eine kleine Manga-Ecke mit einigen, da sagen wir mal Bestsellern, weil mit Mangas kennen wir uns ja nicht hundertprozentig gut aus. Also ein bisschen beraten können wir da auf jeden Fall schon. Aber wir haben gesagt, komm, Mangas wollen auch viele Leute haben, haben sehr, sehr viele Leute nachgefragt. Das ist aktuell so die Auswahl, die wir da haben. Die haben wir aktuell auch nicht im Online-Shop, weil ich weiß nicht unbedingt, ob die im Online-Shop gehen. Aber wie gesagt, die haben wir auf jeden Fall vor Ort da. Unter anderem auch der Pokémon-Manga. Hier wurde auch schon das erste Exemplar gekauft. Da habe ich jetzt wieder nachbestellt. Die kommen dann auf jeden Fall auch wieder am Start. Und ja, das ist wie gesagt so eine schöne kleine Manga-Ecke. Kann man sich theoretisch direkt den Manga ziehen. Kann man sich hier direkt auf die Couch setzen und ein bisschen Manga lesen. Finde ich eigentlich schon ganz nice. Das war dann die Roomtour einmal. Wie es hier Updates gibt zum Laden, dann werden wir auf jeden Fall eine neue Roomtour noch aufnehmen. Und ansonsten würde ich sagen, checkt alles ab. Unten in der Beschreibung sind nochmal Infos zum Laden und so. Besucht uns auf jeden Fall. Wir freuen uns auf euren Besuch. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.